Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie einen normalen PC in einen NAS-Speicher verwandeln können. Sie erfahren, wie Sie das OpenMedia Vault im Betriebssystem installieren und konfigurieren, ein RAID-Array erstellen, den Netzwerkzugang einrichten und einen Netzwerkordner hinzufügen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Daten von einem RAID-Array von OpenMedia Vault NAS-Speicher wiederherstellen. OpenMedia Vault ist ein SORT-basiertes NAS, ein offenes und skalierbares Netzwerkspeicherverwaltungssystem, das auf Debian Linux basiert. Dieses System bietet die Möglichkeit, Software RAID, einen Mail-Client, einen Medienserver, einen BitTorrent-Client und andere Dienste CCHS, FTP, GIFS, Samba, NFS, DDAP, RZINS zu erstellen. Mit dem in Repository verfügbaren Plugins können die Fähigkeiten des Systems erweitert werden. Eine der Hauptqualitäten von OpenMedia Vault ist, dass es vollständig über eine Web-Administration-Schnittstelle konfiguriert und verwaltet werden kann, was also eine sofort einsatzbereite Lösung macht, die sich besonders für unerfahrene Linux-Benutzer oder Anfänger eignet und ein recht einfaches System darstellt. Mit einem älteren PC und mindestens 3 Laufwerke ist es eine gute, preisgünstige Alternative zu einem vollständigen NAS-Speicher. Und der Aufbau eines RAID-Arrays sorgt für die sichere Speicherung Ihrer Daten. Normalerweise basiert OpenMedia Vault NAS auf gebrauchter Hardware, was zu einem Ausfall Ihres NAS und damit zum Verlust wichtiger Daten führen kann. Nach einem NAS-Ausfall können Sie die Daten nicht einfach von dem in RAID zusammengeschlossenen Laufwerk abrufen. Sie benötigen spezielle Software, um die Daten von den Laufwerken wiederherzustellen. Schauen wir uns zunächst an, wie man OpenMedia Vault auf einen normalen PC installiert. Bevor Sie mit der Installation fortfahren, benötigen Sie ein ISO-Image der OpenMedia Vault Bootdiskette. Und wenn Sie einen RAID-Array aufbauen wollen, benötigen Sie mindestens 3 weitere Festplatten. Eine davon wird für die Installation des Betriebssystems verwendet. Nachdem Sie das ISO-Image des OpenMedia-Betriebssystems heruntergeladen haben, müssen Sie einen bootfähigen USB-Stick erstellen. Verwenden Sie ein beliebiges Dienstprogramm, um das Image auf die Festplatten zu brennen. Setzen Sie das Medium an den PC an, auf dem Sie das System installieren möchten, starten Sie das Medium neu und booten Sie vom Stick. Daraufhin wird der Installationsbildschirm vom OpenMedia Vault geöffnet. Wählen Sie Installieren aus dem Bootmenü und drücken Sie die Eingabetaste. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm die Sprache aus, die während des Installationsvorgangs und im bereits installierten System verwendet werden soll, und drücken Sie die Eingabetaste. Geben Sie Ihren Startort an und drücken Sie erneut die Eingabetaste. Und im nächsten Fenster wählen Sie Ihr Tastaturlaut. Im nächsten Schritt müssen Sie den Computernamen und den Domainnamen eingeben. Danach legen Sie das Passwort für das Konto ROT fest und geben es erneut ein. Sie werden dann zur Eingabe einer Zeitzone aufgefordert. Nach einer Eingabe dieser Daten beginnt der Installationsvorgang. Als nächstes müssen Sie das Rand des Debian-Archivspiegels im Konfigurationsfenster des Paketmanagers angeben. Wählen Sie aus der Liste das Land auf, das Ihnen am nächsten liegt, und klicken Sie auf den Spiegellink in dieser Liste. Weiter. Im nächsten Fenster werden Sie aufgefordert, das Bootloader-Installationsgerät anzugeben. Drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste. Die Installation ist abgeschlossen. Entfernen Sie das Installation-Medium und klicken Sie auf Weiter, um die Installation abzuschließen und Ihren PC neu zu starten. OpenMedia Vault NAS ist nun auf Ihrem PC installiert. Nach einem neuen Start Ihres Betriebssystems wird die IP-Adresse des Geräts mit der OMW angezeigt.
Zur Verwaltung öffnen Sie einen Browser auf einem anderen Computer, geben Sie die empfangene IP-Adresse in die Adressleiste ein und drücken Sie die Eingabetaste. Um sich in das Webadministrationspanel einzuloggen, müssen Sie ein Login-Passwort eingeben. Der Standardbenutzername ist Admin und das Passwort ist OpenMedienWallet. Nun müssen Sie herausfinden, wie Sie ein RAID-Array auf dem soeben erstellten NAS erstellen können. Öffnen Sie nach dem Einloggen in das OMW-Webpanel unter Storage den RAID-Manager. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen, um ein neues RAID zu erstellen. Geben Sie einen Namen an . Wählen Sie den RAID-Typ aus . Wählen Sie die Festplatte aus, aus der das zukünftige Array bestehen soll und klicken Sie auf Erstellen und dann auf Ja und zu bestätigen. Es erscheint eine Meldung, dass Sie warten müssen, bis die Initialisierung abgeschlossen ist, um das Dateisystem auf dem Laufwerk Array zu erstellen. Okay. Und oben drücken Sie auf Übernehmen, damit die Änderungen wirksam werden. Ja. Sobald das RAID aktiv ist, gehen Sie zu Speicher, Dateisysteme, klicken Sie hier auf Erstellen, wählen Sie den Dateisystemtyp für das Array und klicken Sie auf OK. Sobald das Dateisystem erstellt wurde, wählen Sie das Array aus der Liste aus und klicken Sie oben auf Einhängen, um den Speicher für das System verfügbar zu machen. Und oben, um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Übernehmen. Sobald das RAID auf Ihrem System gemountet wurde, können Sie auf Neues Benutzerkonto hinzufügen, einen gemeinsamen Ordner erstellen und die Berechtigungen dafür konfigurieren, indem Sie das Menü zur Verwaltung der Zugriffsrechte aufrufen. Um einen gemeinsamen Ordner hinzufügen, öffnen Sie gemeinsame Verzeichnisse unter Verwaltung des Zugriffsrechte. Klicken Sie hier auf Hinzufügen, geben Sie den Namen des Netzwerkordners ein. Wählen Sie das Laufwerk aus, aus dem Errichtet befinden soll, und legen Sie die Zugriffslese- und Schreibrechte fest und klicken Sie dann auf Speichern. Dann wird der Ordner über das Netzwerk zugänglich sein. Um eine Verbindung herstellen zu können, müssen Sie die Netzwerkprotokolle konfigurieren. Einen FTP-Server einzurichten, müssen Sie ihn zunächst aktivieren und die gemeinsame Ordner auswählen, auf die Sie zugreifen möchten. Gehen Sie zu Dienste FTP und aktivieren Sie diese Protokolle. Konfigurieren Sie anschließend weitere Einstellungen. Es ist besser, die Option eine akzeptable Shell voraussetzen zu deaktivieren und die Option Zusammenfassung zu aktivieren. Um eingeschränkte Clientverbindungen zu konfigurieren, aktivieren Sie anonymer Zugriff. Jeder Benutzer kann sich dann per FTP mit dem Repository verbinden. Wenn Sie vorhaben, von Internet aus auf FTP zu zugreifen, sollten Sie diese Funktion nicht aktivieren. Der Zweck anderer Einstellungen geht aus Ihren Namen und Beschreibungen klar hervor. Es ist nun möglich, eine Verbindung zum Laufwerk herzustellen und Daten darauf zu schreiben. Wie ich bereits sagte, wird ein NAS mit OMW in der Regel als kostengünstige Option verwendet und besteht aus Komponenten, die schon lange im Einsatz sind, sodass das NAS schneller ausfallen kann. Bei versehentlichen Löschen von Dateien auf einem NAS-Laufwerk, Formatierung des Laufwerks, unsachgemäßige Konfiguration und andere Situationen, in denen Daten verloren gehen oder der Zugriff auf ein NAS-Laufwerk und RAID beschädigt wird, hilft Ihnen nur eine spezielle Datenwiederherstellungssoftware bei der Wiederherstellung von Informationen. Auf den meisten NAS-Geräten läuft eine angepasste Version von Linux und die Festplatten werden mit dem XT-Dateisystem formatiert und die RAID-Systeme der meisten Geräte basieren auf zwei Technologien, MDM und LVM.
und sie können nicht gelesen werden, wenn sie direkt an einer Windows-PK angeschlossen sind. Um die Laufwerke zu lesen und Informationen von ihnen abzurufen, verwenden Sie das bewährte NAT-Datenwiederherstellungstool Hetman Raid Recovery. Das Programm unterstützt die meisten gängigen Dateisysteme, Aufbautechnologien und RAID-Typen und stellt in den meisten Fällen ein gestörtes RAID automatisch wieder her. Entfernen Sie die Festplatten aus dem Netzwerkgerät und schließen Sie sie an einen Windows-PK an. Sobald das System hochgefahren ist, öffnen Sie die Datenträgerverwaltung und überprüfen Sie, ob die Laufwerke in System erkannt werden. Das Betriebssystem kann dazu auffordern, die Laufwerke zu initialisieren oder zu formatieren, um auf sie zu zugreifen. Tun Sie dies auf keinen Fall, da dadurch die verbleibenden Informationen vollständig überschrieben werden können. Laden Sie die Software herunter und führen Sie sie aus. Hetman Raid Recovery erkennt automatisch die Laufwerke, subtrahiert Informationen von ihnen und baut das beschädigte RAID wieder auf. Die Software erstellt sofort einen RAID-Array und zeigt ihn oben im Festplattenmanager an. Sie müssen den Datenträger scannen, um seinen Inhalt zu sehen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger und dann auf Öffnen. Wählen Sie die Art der Analyse und klicken Sie auf Weiter, um die Dateisuche zu starten. Warten Sie, bis der Scanvorgang abgeschlossen ist und klicken Sie auf Fertigstellen, um zum Inhalt zu navigieren. Das Programm hat alle Dateien gefunden, die auf den Datenträger geschrieben wurden und selbst diejenigen, die zuvor gelöscht wurden, sind hier mit einem roten Kreuz markiert. Ihr Inhalt kann in der Vorschau angezeigt werden. Zum Wiederherstellen wählen Sie die Dateien aus, die Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie das Laufwerk aus, aus dem Sie die Dateien speichern möchten und geben Sie den Ordner an, in dem sie gespeichert werden sollen. Dann Wiederherstellen und fertig. Navigieren Sie dann zu dem angegebenen Pfad und suchen Sie nach den wiederhergestellten Dateien. Hetman Raid Recovery verfügt über zusätzliche Funktionen und die Effizienz der Arbeit mit den RAID-Laufwerken, die Anzeichen von Hardware-Defekten aufweisen, zu verbessern. Damit können Sie dies gemensch erstellen. Außerdem können Sie die Bilder analysieren, was die Belastung Ihrer Festplatten verringert und Sie vor Ausfällen schützt. Wenn die Festplatte beschädigt ist oder Reserveinformationen überschrieben wurden, ist die Software möglicherweise nicht in der Lage, ein RAID automatisch zu erstellen. Wenn Sie die Parameter des beschädigten RAID kennen, können Sie dies manuell mit dem RAID-Konstruktor tun. Öffnen Sie den Konstruktor, wählen Sie manuell erstellen und füllen Sie die Felder mit RAID-Informationen wie Typ, Blockreifenfolge und Größe aus. Fügen Sie die Datenträger hinzu, aus den Erbestät, legen Sie die Reihenfolge mit dem Pfeilfeld fest und füllen Sie die Fällende mit dem leeren Datenträger aus, indem Sie die Plus-Schlachtfälle verwenden. Sie können auch den Offset angeben, an dem der Anfang der Platte liegt. In einigen Fällen ist die Software nicht in der Lage, dies automatisch zu ermitteln und Sie müssen es manuell angeben. Wenn die Einstellungen korrekt sind, befinden sich normalerweise mindestens eine Partition am unteren Ende des RAIDs. Erweitern Sie sie, um zu prüfen, ob die richtigen Ordner vorhanden sind. Wenn die erforderlichen Ordner angezeigt werden, wurde das RAID korrekt erstellt. Nachdem Sie alle bekannten Parameter angegeben haben, klicken Sie auf Hinzufügen. Und Sie gelangen zum Festplattenmanager, wo das hinzufügte RAID angezeigt wird. Um sie wiederzustellen, muss man sie nur noch analysieren. Die Dateien finden, die zurückgegeben werden müssen. Sie markieren und sie wiederherstellen, indem man den Zielordner angibt. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat, stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für's Zuschauen. Tschüss.